you need me. Whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly. Don't care what your friends say, cause they don't know me. I can be your best friend and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. Yo, willkommen zu der dritten Folge bei unserer NDS Nacht des Suchtens. Und ja, was wollen wir zocken? Guten Abend erstmal. Ich bin der Helmut. Nee, komm. Zocken wir Suchen und Zerstören? Yo, James. James. Ja, da haben wir das Summit. Und Summit. Und Sturm. Sturm. Ja, die verdammt. Hier nur nicht wieder nur vier Gegner. Also was ist denn das heute hier für Server? Ist ja auch sehr seltsam. Ich verstehe es selber nicht, aber ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Dum dum dum. Soll ich mal ein bisschen singen für euch? Ja. Komm. Ja? Ein schönes Schlagerlied von ich kenne gerade kein Schlagerding. Doch, Hitler. Welches? Ein Schlagerlied Lied vom Wendler. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Und sie tanzt durch die Nacht. Genau so sieht's aus. Hinten mal kommt der Granate, nein. Okay, ich bin alleine. Gut, jetzt ist es kein Duel mehr, jetzt ist es ein Single Duel Common Terry. And I'm so happy to be here tonight. Okay, da sehe ich nichts. Jetzt dreh ich mich wie ein Noob. Hui. Bombe deaktiviert. Ja, so genau. Sieht aus. So wird das gemacht. Saustark. Ja, ja. Seht ihr, YouTuber sind immer gut. Ui, ich hab fast einen Tomahawk getroffen. Was ein Spaß für dich. Double. Napalm Angriff bereit. Jawohl. Ich einfach nur sterbe. Also hier, Schiri, das war klares Abseits. Holt da die Armbrust raus. Und Adrian, ich hab grad schon ich hab grad schon gesagt, das ist gleich kein Duel mehr, wenn du mal so schnell stirbst. Ja. Na gut, dann kampiere ich mit dir. Du kannst doch nicht so schnell sterben, das erlaubt Schiri nicht. Ja, das ist. Nee, der Schiri sagt Telefon. Ich mach jetzt meinen Napalm-Angriff. Napalm! Verbündeter Napalm-Angriff unterwegs. Konter und zwei in der Luft. Vielleicht schaue ich wieder selber durch meinen Angriff. Jawohl. Ja, der spielt mit Novagas, der Gegner. Ich dachte, das war einer von uns. Ach! Double. So wird das gemacht. Palmer's Rules. Also die campen irgendwo hinten am Spawn, ey. Ich renn einfach mal rein. Ich renn von unten rein.
Wo sind? Naja, haben wir hier heute. Ah, da ist er, da ist er. Was haben wir heute für ein schönes, witziges Thema? Heute haben wir keins. Heute ist ja kein Toastbrot, wa? Heute ist es. Vollkornbrot. Vollkornbrot. Ungesund, ne? Wie kommt das Vollkorn in den. Also, ja, wie kommt es ins Brot drinne? Die Körner. Die Körner. Ja. Okay, Videofrage diese Woche ist, wie kommen die Körner, ich hab keine Ahnung. Wie kommen die Körner ins, ja, ins Körnerbrot rein, ins Vollkornbrot, nicht ganz normale Körner, wir reden hier von Vollkorn. Das ist nicht irgendein Korn, das ist das Vollkorn. Und ich bitte darum, dass das nicht so, irgendwie, ja. Eigentlich eine ziemlich wichtige Frage für den Alltag. Schon wieder ein Double. Will ich gern fahren, du Lutscher? Jawohl, das ist meiner, das ist meiner. Meiner? Nein! Ja! Ja, Adrian, das könnte ich sogar so hochladen, das ist 9 zu 0, 5000, was will man mehr? Gell, Black on the Terry! Ey, das gefällt mir. Ja. Dein Freund ist gejoint, der Fun-Gamer. Ist ehrlich? Mhm. Oh, so ein Lappen. Ja, jetzt auch noch ein Kollege von mir joint. Der macht mir eine Schleichwerbung. Die Runde ging gerade mal 6 Minuten. 6 Minuten, überlegt euch das mal. Ja, ich würde sagen, wir diskutieren selber mal über die Frage, wie die Körner ins Brot reinkommen. Ja. Oder Fabian, Fun-Gamer, Fabian. Du hörst mich. Schreib mal bitte eine Nachricht jetzt. Wie kommen die Körner von einem Vollkornbrot in das Brot rein? Schreib mir das mal bitte. Das möchte ich mal von dir wissen. Eine sehr spannende Frage. Ich glaube irgendwie, also ich bin der Meinung, wenn die so rumrühren, den Teig, dass die Körner einfach irgendwie dabei gesetzt werden. Das wäre mir jetzt zu einfach, zu plausibel. Das ist jetzt zu plausibel? Ja. Oder sie machen es mit einer chemischen Reaktion? Nee, ich glaube, die nimmt eine Pinzette. Und tun ja da rein. Oh. Das ist so meine Theorie. Naja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Ja. Und wenn sie überhaupt keine Körner sind, also keine Vollkornkörner, und wir es nur denken? Ja, dann weiß ich auch, dann weiß ich auch nicht weiter. Rattenkot oder so? Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, da hat er mir geschrieben, er hat mir geschrieben. Stell dir mal vor, das ist ein Rattenkot. Er hat mir geschrieben. Adrian hat mir geschrieben. Ja. Dann lass mal hören. Die werden mit in den Teig gegeben, du Bauer. Hatte ich doch recht. Nein, zu plausibel. Die 1-Million-Euro-Frage. Obwohl, ich bin der Meinung, das ist Rattenkot. Rattenkot? Ja. Google ist dein Freund. Ja. Gut. Das kann jeder von sich behaupten, dass er einfach sagt, Google ist dein Freund. Aber das wäre mir wiederum auch zu einfach. Eben, weil es nicht kostet. Ach, guck mal, jetzt ist er bei uns im Team. Genauso wie auf die Füße pinkeln gegen Fußpilzel. Nur die Pharmaindustrie will es nicht sagen, weil es nicht kostet. Ja, da könntest du sogar recht haben. Magst du Wackelpudding? Bombe erlangt. Tango down. Ach, ist er tot. Einfach tot. Ja, fail. Verdammte Scheiße. Ich meine natürlich verdammt schade, wie Alberto sagen würde. Richtig. Hast du sein neues Video gesehen, da mit der Basketball Pride Werbung? Nein, ich glaube nicht. Alles klar. Ich glaube, das beantwortet meine Frage schon komplett. Am geilsten ist eh Junior. Das ist. Wer ist davon? What's up, Dad? Nee, ich bin immer noch bei Alberto.
Und wer ist Junior? Von seiner Serie, Familie Bert. Du bist gar nicht auf dem neuesten Meinst Stand. Du den Sohn von Bertha und Herr Bert. Und Dingens da. Genau. Ja, genau. Blödes Thema, nächstes Thema. Rasiert oder unrasiert? Worum, also wo jetzt? Im Intimbereich oder im Gesichtsbereich? Ah, wir können ja so mal jeden Bereich durchgehen. Also im Gesicht stehen die Stoppeln, aber nicht immer. Also wenn sie zu lang werden, dann kommt Also ich wollte eigentlich nicht von dir reden, ich meine es eigentlich bei Frauen, aber wenn du darüber reden willst, okay. Nö, ich rede jetzt von mir, nö, hier, Helmut, nö, das hier gibt's nicht. Nee, Witz. Also bei Frauen finde ich Haare wirklich... Weg, außer auf den Kopf. Geht überhaupt nicht. Ja klar, ne, ich will keine mit einer Glatze. Ja. Oh süß, der eine spielt eine AKU mit Daniel. Ich werde euch bestimmt wieder vor so einem Geistopfer getötet. Okay, jetzt bin ich so doof. Ach, da kam er durch die Tür gerusht. Da oben eine. Ah. Guck dir den an. Kann er nicht mal richtig laufen und will ihn mit der Pistole ownen. So ein Lappen. Das wird doch nicht. Rapid Fire. Oh. Gott, Alter, der ist über 7:1. Fail. Jetzt hat der schon Ghost drin und macht sowas. Ghost. Ich will nicht sagen, dass alle, die mit Ghost spielen, gleich Noobs sind, aber der größte Teil kennt. Ich stelle jetzt hier mal eine Vermutung auf. Alle, die Ghost haben, haben kleine Schwänze. Da teile ich deine Meinung. Ja, wo der campt, Alter. Lutsch doch mein Lümmel. So. Bei welchem Thema waren wir eben noch? Du bist tot. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Mit einer AKU und Geist. Ich lache meinen Arsch ab. Haaren, da waren wir stehen geblieben. Ich bin abgekackt hier. Bei Behaarung? Die Japaner, ne? Wenn du dir mal hier so einen japanischen Porno reingezogen hast, die Japanerin haben einfach überall Haare. Ja, die haben grundsätzlich Wildwuchs. Bedeckt. Genau, Wildwuchs. Aber sowas von. Aber die haben aber ein ganz süßes Stöhnen. Naja, bei mir ist der Ton meistens aus. Aber. Du, die meisten Zuschauer von uns sind vielleicht nicht mal 16, noch nicht mal 18. Ja. Macht nichts, dann werden sie mal erwachsen jetzt, dann werden sie durch uns zu Männern. How to get a man, how to become a man. Schon wieder ein Tutorial. Keine japanischen Pornos. Schon wieder ein Tutorial. Ach ja, seht ihr gerade den Fun Gamer, das ist ein Kollege von mir. Den kenne ich auch in echt und der geht eigentlich ziemlich ab, aber im Moment ist er voll schlecht. Jawohl. Schön gemacht. Nee, warte, das werde ich aber im Video zensieren. Ach so. Ja. Habe ich jetzt auch gemerkt. Keine Angst, Fabian, ich zensiere deinen Nachnamen. Suchen und zerstören. Jetzt gleich schreibt er zu mir bestimmt, ja, du mich auch.
Kommt gleich bestimmt sowas. So, wir waschen dann mal direkt weiter. Unten bleiben! Oh, wie ein Glück. Enemy spotted! Spionageflugzeug einsatzbereit. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Ach, Fabian, du Drecksack. Wie spielst du offensiv? Wer? Ein kleiner Tipp, Leute. Bei Suchen und Zerstören nicht einfach dumm drauf losrennen, wie ich gerade mache. Aber zocken und dabei noch so ein Sabralli zu reden wie wir, das ist schwer. Aber man muss dazu sagen, zum Glück sieht man dich ja gerade nicht zocken. Oh ja, man sieht nur meinen Score. Ja, dann komm, ich blende ihn auch extra mal ein. Er hat gerade ein schickes 4 zu 4. Verbündete Vorräte sind unterwegs. Oh, Abonnenten schreiben mich an. Abonnenten schreiben mich an. 6 zu 4. Sauber. Feindlicher Todbringer läuft. Oh. 7 zu 4. Ja! Geht doch! Ja, stark, stark! Das ist doch wunderbar gelaufen. Naja. Die Quote ist ziemlich schlecht, aber ist ja auch egal. Ist egal, alles wurscht. Solange der Spaß im Vordergrund steht. Eben. Ja, eben. Eben. So, ich glaube, es ist wieder Ende. Adrian, du bist mal so nett und verlässt einmal die Lobby. Ich verlasse die Lobby? Ja. Mit mir bitte. Okay. So, ich hoffe, die dritte Folge hat euch jetzt auch wieder gefallen. Wir verabschieden uns wieder. Tschüssikowski! Wir sagen jetzt zwar, wir sehen uns nächste Woche wieder, wo das in einer Nacht alles hier stattfindet. Das ist irgendwie komisch. Naja, egal. Ich sag. Ja. Bis nächste Woche! Dann kommt die nächste Folge von NDS, Nacht des Suchtens. Hauen Sie!